Mit dem Bleizahn machen wir mal Folgendes. Wir gehen nämlich einfach mal zum Wunderstampfgerät. Das kann nicht nur Radieschen mahlen, das kann nicht nur Mehl aus Weizen machen. Nein, man kann damit auch exakte Münznachbildungen kreieren. Ein traumhaftes Gerät. Ja, der Zahn war eh wertlos. Was natürlich stimmt. So, und jetzt nehmen wir wieder mal den Alchemistenprügel hier aus der Hose und zaubern uns ein bisschen Gold daraus. Rucki zucki. Und mit dem Gold tun wir jetzt Folgendes. La da 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 da. Wir gehen zu dem alten Gehirnkrakenschnabelmann. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir legen uns ein Hufeisen, ein Glückshufeisen hier vor das Ding und wetten dann darauf. Ja, ich wusste, dass du dein Glück versuchen wirst. Ja, mal anfangen. Ja, behalte dein Auge auf der Erbse. Erbse? Ja, die Erbse, guck. Schuffel, 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 schuffel. Und jetzt wähl dir einfach irgendeine Muschel, du alte Nussel. Ich nehme mal diese hier. Hallo, diese da. Was? Wie? Was denn das? Da, du Glücksschleimbeutel. Hier, nimm dein stinkendes Geld und verschwinde. Wir sacken uns natürlich die ganzen Reichtümer ein, die ganze Kohle, das Glückshufeisen. Legen wir nochmal direkt dahin und spielen nochmal eine Runde. Ja, dann halt mal dein Auge auf der Erbse, ne? Hier, das ist die Erbse, jetzt in der Mitte. Und jetzt such dir mal einfach eine Muschel aus. Zum Beispiel diese da. Was? Du alter Kackbatzen, nimm deine blödes Geld und jetzt lass mich in Ruhe. Wir nehmen unser blödes Geld. Wohin auch immer. Das behalte ich mal lieber. Tja, braucht auf jeden Fall Dressing. Sieh an. Und das Hufeisen würde ich auch gerne mitnehmen. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich jetzt noch wegschmeißen kann. Ich würde gerne alles behalten. Alles behalten. Radieschen, lecker, lecker. Und mit den drei Münzen schlawenzeln wir mal wieder zum alten Senfmann. Hey, du brauchst nur noch zwei weitere Goldmünzen. Hey, du brauchst nur noch eine weitere Goldmünze. Hey, du brauchst keine weitere Goldmünze. Und hier ist dein Ticket. Wunderbar, mit dem Ticket gehen wir auch schon direkt. Achso. Naja, ich ruf Faun besser nochmal an. Mal gucken, was so los ist. Faun! Hey, Faun! Faun, bitte kommen! Ja, da habe ich die ganzen Blaubeeren nämlich mit dem gelben Zeug gemischt. Und vor, ja, guck mal, was da passiert. Wenn ich das jetzt trinke, guck mal, was da mit meinen Earlys passiert. Ne? Lustig, ne? Oh, hallo, Tantia. Hier, du, machst aber keinen Unsinn mit meinem Zeug, ne? Also du stellst da nichts Rabaukenhaftes an, ne? Wer, ich? Gibt's denn Neuigkeiten von Kyrania? Ja, die Dinge werden schlimmer. Der Sumpf sieht inzwischen aus wie weiter Käse und das Schloss ist fast weg. Was gibt's denn bei dir? Kommst du voran? Naja, ist ein harter Trip, Faun, aber ich muss jetzt auch los und die Welt retten weiter, ne? Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Was ich noch sagen wollte, ich find's wirklich, wirklich toll, dass du mit meinem Equipment keinen Unsinn anstellst, ne, Alter? Check das aus, Junge. Ja, ich muss jetzt auch los, ne? Tschüssi, winke, winke, Küsschen. Ja, okay, ne, tschüssi und ruf an, wenn du Neuigkeiten hast. So, das war das. Und wir machen mal Folgendes. Wir speichern hier mal ab. Und zeigen mal, ich zeige euch mal einen Bildschirm ohne Wiederkehr. Ich muss nach Vulkania. Ja, ist ja auch egal. Dann gebe ich dir mal ein Ticket, alter Mann.
Okay, dann steig mal ein und lass uns fahren. Worauf wartest du? Komm an Bord. Lass die Würmer hernieder. Und los geht die wilde Reise. Wir können nicht viel machen. Entschuldigung, ich bin ja aber nicht erlaubt, mit dir zu reden, ne? Na, jetzt ist ja nicht die Zeit, Mies. Bitte, ich muss nach Vulkania. Ich glaube, dann hast du die falsche Tour gewählt, Mädel. Ich bin Captain Iglo und wir fahren jetzt auf die Fischstäbcheninsel. Ohne Wenn und Aber. Aber wir werden alle großen Trubel bekommen. Ich sehe das Problem dabei nicht. Stein für Stein und Baum für Baum verschwindet Kyrandia, wie ich schon im Intro gesagt. Ja. Ja, das tut mir leid, aber das musst du mit den königlichen Mystikern klar machen. Da kann ich nichts tun, du. Bring euch alle um. Das war ja ein völlig überzeugter Schrei gerade, wa? Hier können wir nichts machen, außer ein bisschen rumlaufen. Und da sind wir nämlich jetzt auf der Senfinsel gelandet und nicht auf Vulkania. Überall Senf. Senf, Senf, Senf. Überall. Braucht hier niemand mehr Rettich? Gefahr! Kannibalen! Kann einen auch ein bisschen an Monkey Island wieder erinnern. Hapchi! Das ist der Pfeffer. Jemand hier liebt einfach Gewürze oder was immer das heißt. Irgendwas in der Richtung. Ist das vielleicht Kontikis böser Zwillingsbruder? Verdammt, Bones. Ich bin Alchemist und kein Archäologe. Und schon wieder ein Indiana Jones Witz. Da sind ja verschiedene Anleihen. So, das Ding ist nämlich, wir kommen hier nicht mehr weg. Egal was wir machen, wir kommen von der Insel nicht mehr runter. Und müssen in diese Richtung gehen. Und jetzt passiert Folgendes. Hilfe, Hilfe! Oh nein! Oh nein! Hilfe! Ich werde gekocht! Umalama, 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 essen, essen. Umalama, 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 essen, essen. Umalama, 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 essen, essen. So. Das waren die Senfkannibalen. Vor allen Dingen der gute Mann hier hinten mit der Fliege im Hintergrund, falls man ihn so sieht. Ja. Und hätte ich jetzt nämlich auf dem Schiff gespeichert, dann wäre Folgendes passiert. Dann würden wir jedes Mal immer wieder direkt sofort nach dem Laden an der Senfinsel anlegen. Das heißt, der Spielstand wäre im Arsch und wir könnten ganz von vorne anfangen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature ist, ich habe keine Ahnung. Wir versuchen mal Folgendes. Alles klar, dann komm an Bord schon wieder. Hey, worauf wartest du noch? Schwing die Haxen, Mädel! Lass die Würmer hernieder! Auf geht's auf die große Reise, aber diesmal... Hui! Jetzt habe ich heimlich den Magneten im Seil versteckt. Mal gucken, was passiert. Wir scheinen ein bisschen vom Kurs abgewichen zu sein. Gott sei Dank haben wir den Autopiloten. Tja. Kein Problem. Wir sind immer noch Meilen von dieser verdammten Insel entfernt. Das ist falsches Ende, Captain. Was? Oh nein! Was ist denn das? Wie konnte das passieren? Moment mal! Das ist doch Vulkania! Erwähnt ich schon, wie das passieren konnte? Hilfe! Ja! Rache ist süß! Na, ich trockne mich mal besser erstmal. Ich sehe aus wie eine alte Seehexe. Ah, viel besser. Und die Bunny-Slipper sind auch süß. Und jetzt kann ich das neue Rote ausprobieren. Sieht aber nicht aus wie eine der Inseln in den Reisebroschüren. Ja. Und mein ganzes Zeug ist natürlich mal wieder weg. So ein Zufall aber auch. Das ist der schlechteste Itembeutel, den ich jemals gesehen habe. So, speichern wir mal und sammeln erstmal das Seesternchen auf. Sieht ein bisschen Termiten zerfressen aus hier. Komische Frucht.
Geht's da irgendwo hin? Noch ein Seesternchen. Und hier ist der Stock, den wir verloren haben. Ein schwerer Stein liegt hier herum. Komische Früchte liegen hier auch herum. Ja, Zandia, komische Früchte liegen hier auch herum. Und was haben wir das? Ja, ein Souvenir. Was ist denn das? Eine Muschel? Ja, eine Muschel. Ich speichere nochmal ganz kurz, um Folgendes zu tun. Xantia ist ein ganz schön heißes Früchtchen, wie ja auch Marco weiß.